1969 schockierte eine Reihe von Morden der Manson-Familie ganz Amerika. Nun ist mit der 73-jährigen Leslie Van Houten eine frühere Anhängerin des Sektenführers Charles Manson aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie saß 53 Jahre lang im Gefängnis. Leslie Van Houten war wegen der Ermordung eines Ehepaares zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Mitglieder der sogenannten Manson-Familie hatten 1969 im Auftrag ihres Anführers Charles Manson mindestens 7 Menschen ermordet. Bekanntestes Opfer war die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski. Van Houten war an dieser Tat nicht beteiligt, wohl aber an der Ermordung des Geschäftsmanns Leno LaBianca und dessen Ehefrau. Van Houten war zunächst zum Tode verurteilt worden. Nach mehreren Prozessen wurde das Urteil in lebenslange Haft umgewandelt. We had been isolated for so long from other people. Die US-Justiz hatte sich schon mehrfach für ihre Freilassung auf Bewährung ausgesprochen. Die Gouverneure von Kalifornien, zunächst Jerry Brown, dann Gavin Newsom, legten jedoch ihr Veto ein. Bei seiner letzten Ablehnung eines Gnadengesuchs im Jahr 2022 hatte Newsom gesagt, Van Houten stelle immer noch eine zu große Gefahr für die Gesellschaft dar. Sein Veto wurde Ende Mai von einem Berufungsgericht aufgehoben. Die Richter verwiesen auf das beispielhafte Verhalten der Gefangenen und jahrzehntelange Therapie. Daraufhin teilte der Governor mit, er werde die Entscheidung nicht anfechten. Die Manson Family wurde in den 60er Jahren in Kalifornien gegründet und lebte zurückgezogen in der Wüste. Manson sah in sich eine Wiedergeburt von Jesus Christus und zettelte eine Serie von Morden an, um einen Krieg zwischen Weißen und Schwarzen in den USA zu provozieren. Mittäterin Susan Atkins starb 2009 nach 38 Jahren hinter Gittern an Krebs. Charles Manson starb mit 83 Jahren 2017 ebenfalls im Gefängnis. In Haft ist nur noch Patricia Krenwinkel.